Magdalena Neuner. 12 Weltmeistertitel hat sie geholt. 4 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille, die einen ganz, ganz besonderen Stellenwert für sie hat. Das ist nämlich die einzige gewesen, die sie bei Weltmeisterschaft geholt hat. Dazu 34 Weltcupsiege und insgesamt 63 Podestplätze. Das soll auch noch sorgen, dass wir Journalisten nicht bis 3 zählen können. Ha? Unglaublicher, riesen Applaus für unsere Magdalena Neuner, liebe Freunde. Auf geht's, bringt am Eingang mal so richtig zum Kochen. So muss es sein. Nicht nachlassen, der wird uns warm. Und den Regen, den hauen wir weg mit dem ganzen Applaus. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Ganz, ganz leichter Niesen. Und denkt mal dran, es ist die letzte Abschlussparty. Ich will alle Hände sehen. Kommt's nochmal. Alle Hände nach oben. Jawohl. So feiert Walgau. So feiert Walgau unsere Magdalena Neuner, die beste Biathletin aller Zeiten. Perfekt. Und jetzt freue ich mich, dass der Bürgermeister hier neben uns steht. Blumen dabei, aber natürlich wahrscheinlich noch mehr Überraschungen. Hören wir mal einfach rein. Magdalena, rücke mal ein bisschen näher an den Bürgermeister. Er kennt euch ja kurz. Also, kein schlechtes Wissen dabei. Passt schon, oder Magdalena? Ja, passt. Ja, liebe Magdalena, viele haben sich natürlich gefragt, was haben wir denn ganz besonders für die? Für so eine wunderschöne, ja, tolle Karriere haben wir uns natürlich im Gemeinderat Gedanken gemacht, was wir machen wollen. Und wir sind auf eine super Idee, glaube ich, können wir werden hier den schönsten Wanderweg, den wir in Wolga haben, den Panoramaweg, der wirklich Tradition hat, werden wir dir widmen als Magdalena Neuner Wanderweg. Und das ist ein Weg zum Gipfel hinter uns auf einem der schönsten Berge. Ihr werdet versehen werden mit Stationen aus deiner Karriere. Das ist ein richtig lange Nachhaltigkeit. Da kann jeder dann selber mal die Höhen erklimmen, die Magdalena Neuner erklommen hat. Gleich wollen wir mit ihr weitersprechen, aber davor wollen wir Ihnen mal die schönsten Höhepunkte einer wirklich bewegenden Karriere zeigen. Hat keiner Fans, Sie dabei haben. Es ist die Frage nach dem Warum, die alle Fans bewegen. Warum hört sie auf? So jung, so gut, so erfolgreich. Ja, da alles eigentlich verzichten müssen, was sonst junge Leute in ihrem Alter machen würden. Und ich glaube, ich möchte jetzt einfach ein bisschen nachholen. Die letzten 14 Jahre spielt Biathlon die Hauptrolle im Leben des Jahrhunderttalents. Sie ist ihrem Alter voraus. Seriensieger in der Jugend, Juniorenweltmeisterin mit 16, Weltmeisterin mit 19. Magdalena Neuner hat alles. Talent, Ehrgeiz, Killerinstinkt. Also Schüler hin schon ausgezeichnet, dass wenn man ihr beim Schülercup in der letzten Runde zugerufen hat, sie ist 10 Sekunden hinter der Bestzeit, dann, ohne überheblich klingen zu wollen, dann hat man eigentlich relativ sicher sein können, Magdalena macht die 10 Sekunden weg. Ein Weltstar aus Walgau. Über 30 Weltcupsiege, 7 Disziplin-Weltcups, 3 Gesamtsiege. 12 Weltmeistertitel, einmal Silber, zweimal Gold bei Olympia. All das in gerade mal 5 Jahren. Sie ist immer stark, auch bei den Lena-Festspielen in Ruppolding. Gold im Sprint, nochmal 4 WM-Medaillen. Die Erlösung ist groß, als alles vorbei ist. Nach diesem Spektakel weiß sie, dass es für sie richtig ist, jetzt aufzuhören, nach all den Siegen. Es gibt keinen Grund, warum Magdalena Neuner ihre Karriere beendet. Es sind viele Gründe. Sie ist 25. Sie hat alle Möglichkeiten. Sie will einfach sehen, wie man ohne Biathlon Erfolge feiert. Verneigt sich vor Magdalena Neuner. Wir spenden einen Riesenapplaus für unseren Star. Das waren noch mal die schönsten Impressionen. Also ganz ehrlich, da bin ich auch schon mal von Tränen. Aber es geht nicht um mich, es geht um dich. Das ist dein Leben. Das sind deine Fans. Was geht bei dir jetzt gerade im Kopf vor? Ja, also momentan sind es natürlich viele Gefühle. Also es ist auf der einen Seite natürlich ein Abschied vom Sport. Aber für mich ist es natürlich auch irgendwo ein Ankommen jetzt in meinem privaten Leben.
Und ich muss sagen, die vier Wochen, die ich bis jetzt daheim gehabt habe, die waren zwar, die waren schon voll, also ich habe schon viel zu tun gehabt, aber die waren echt schön. Und ich freue mich jetzt einfach wieder daheim zu sein und auf alles, was jetzt kommt. Die vielen Erfolge, die vielen Medaillen, die Pokale, ja, die Fans natürlich, aber auch das ganze Biathlon-Zirkus, das Drumherum, was, glaube ich, vermisst du am meisten? Kannst du schon sagen? Merkt man das jetzt schon nach dieser kurzen Zeit oder hast du noch gar kein Vermissen nach irgendwas? Das ist jetzt ganz schwierig, weil ich halt normalerweise sonst im April auch daheim bin und weil es eigentlich jetzt nur momentan noch nicht so viel anders ist. Sicherlich werde ich meine Teamkameradinnen vermissen. Also mit der Miri war es jetzt schon eine schöne Zeit im letzten Jahr. Auch natürlich meine Trainingsgruppe jetzt daheim mit Bernhard Kröll und den ganzen Jungs und Mädels. Wir haben echt eine wahnsinnig schöne Trainingsgruppe gehabt, ein freundschaftliches Verhältnis und es wird mir sicherlich abgehen. Aber ich weiß, ich kann da jederzeit hinkommen, ich kann mich jederzeit mit denen treffen und ich bin nicht weg. Und das ist eigentlich was, was dann das Ganze wieder nicht so schlimm macht. Und ihr habt sie wieder, die Weigauer, eure Lena kommt zurück. Meinst du, findest du hier die Ruhe, die Natürlichkeit, die du ja von Anfang an immer in dir getragen hast, kommt es hier wieder zurück in deiner Heimat? Ich habe das Glück gehabt, dass ich selbst während meiner Karriere immer zurückkommen habe können und ich habe immer da meine nötige Ruhe gefunden. Ich glaube, sonst wäre ich vielleicht im Sport da nicht so erfolgreich gewesen, wenn ich nicht irgendwo einen Ort gehabt hätte, wo ich Kraft tanken kann und wo ich wirklich mir einmal vom Sport oder wo ich vom Sport noch ein bisschen abschalten kann. Und das habe ich Gott sei Dank in Wolga immer gehabt. Und freue mich jetzt auch wirklich dauerhaft mehr in Wolga zu sein. Also ich bin sicherlich immer noch viel unterwegs, aber es wird mir sicher auch nichts ausmachen, im Winter ganz gemütlich vor dem Kachelofen auf der Couch zu sitzen und mir stricken, gell? Und vielleicht ein bisschen zu stricken und Bier dann zu schauen. Wir sind die anderen Urspringer. Das hat sie wirklich verdient. Einen riesen Applaus und nochmal herzlichen Dank, Magdalena Neuner. Ein Star nimmt heute auf jeden Fall von den Fans, aber wir werden sie weitersehen, werden sie auch weiterverfolgen, da bin ich mir ganz sicher. Und damit zurück zu dir, Christoph, für den Abschluss. So. Dankeschön. Applaus von uns, von der Abendschau, vom Bayerischen Fernsehen, von Schwaben und Altbayern. Ihr habt super mitgespielt, Strömjung, den wir uns etwas auf den Kopf gestellt haben, aber dafür haben wir den Rest von Bayern gezeigt, was ihr für tolles Publikum seid und vor allem das Allerwichtigste. Wir haben die Magdalena nochmal bayernweit, ja sogar weltweit, weil man kann sogar einen Satelliten empfangen, nochmal hochleben lassen. Herzlichen Dank, Applaus vom ganzen Team. Vielen, vielen Dank auch ans Bayerische Fernsehen, an Roman Röll, an Martin Breitkopf. Danke euch. Und der Bürgermeister